Willkommen hier bei Option Strategie in Form. Mein Name ist Jens Raber und neben mir sitzt der Joachim Schrader. Lieber Joachim, schön, dass du mal wieder mit live dabei bist. Du bist im Grunde immer mit dabei. Ne? Also unsere Kunden, die können dich, weil du machst auch 14 Tage das Helpdesk bei uns. Du bist oft in der Akademie dabei, hältst da auch Vorträge. Du sprichst mit unseren Erstinteressenten in der Beratungssession. Und wir wollen heute mal über Optionshandel mal sprechen. Wir hatten ja schon mal ein Interview gemacht, ne? Du erinnerst dich, das ist jetzt ein paar Jahre her. 5 Jahre mittlerweile. Fünf Jahre ist das schon her? Okay, wir suchen es mal raus, wir machen euch mal ein Bild rein. Wir sehen immer noch gleich schön aus. Klar. Also da hat sich überhaupt nichts getan. Warum ich dich heute hier gerne mal vor der Kamera haben wollte, ist der Punkt, was hat sich denn aus deiner Sicht heraus beim Thema Optionshandel in den letzten 5 Jahren bei uns, weil jetzt in Deutschland geändert. Ich meine, mittlerweile ist Optionshandel bei Weitem nicht mehr dieses unbekannte Kind wie noch vor 5 Jahren. Das ist ziemlich breit geworden, sind ja auch viele, auch durch uns und aber auch durch andere, sind ja darauf aufmerksam geworden, was eine tolle Entwicklung ist. Was hat sich aus deiner Sicht heraus verändert in den letzten 5 Jahren? Dass das Thema immer mehr ankommt und nicht mehr so das Nischenthema ist, sondern dass es die Beigabe ist zum Aktienhandel. Viele, die sich dafür interessieren, haben meistens schon ein Depot und wissen, da gibt es irgendwas mit Optionen. Mhm. Natürlich kommen viele dann eher aus dem Bereich der Zertifikate, der Optionsscheine, ne, diese Klassiker, die ja auch gerade in Deutschland sehr verbreitet sind, und gehen dann den nächsten Schritt, um zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich eine Option oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Aber die Berührungspunkte sind mittlerweile da und man weiß auch, man kann damit was Besonderes machen. Man kann das Depot selber ein bisschen pimpen, man hat aber auch ganz viele Chancen, die man nutzen kann. Und das Gute ist, es ist nicht nur den großen Boys mehr überlassen, dieses Feld, sondern durch die ganze Technik, durch das Internet und ähnliches, ist es jetzt wirklich vielen, vielen Menschen möglich, an diesem Handel teilzuhaben. Mhm. Jetzt ist natürlich so, es gibt, wenn man jetzt auch mal die letzten 5 Jahre einfach sieht, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. YouTube ist voll mit Videos. Wir haben allein auf diesem Kanal hier zig Hunderte von Videos veröffentlicht in den letzten Jahren. Es gibt Bücher, es gibt ganz viele Webinare, die gehalten werden und so weiter. Was sind denn nichtsdestotrotz, obwohl es so viele Informationen gibt, aus deiner Sicht die Punkte, die bei Einsteigern immer noch die meisten Probleme hervorrufen? Was hörst du da auch so, wenn du mit Kunden sprichst, wenn du mit Interessenten sprichst? Was taucht da immer am meisten auf? Also wenn sie zum richtigen Broker gegangen sind, kommt als erstes das Problem der Technik. Mhm. Die TWS, die ja viele... Also richtiger Broker heißt ja, du kannst ja nicht einen Tech-Trainer links, das sind ja die Broker, genau. Ja, so die genau, das sind die, die ja für den Optionshandel für uns Sinn machen. Weil ansonsten ist es halt schwierig. Und dann gibt es halt die Technik, die dahinter steckt, und das ist halt eine andere Ordermaske, als viele von ihrem normalen Broker gewöhnt sind, wenn sie Aktien halten. Und da scheitern dann wirklich viele an der Plattform und an der Technik und trauen sich gar nicht, was zu klicken. Und es kann ja auch tricky sein, wir haben ja auch schon den einen oder anderen komischen Trade deswegen mal gemacht. Aber da ist eine große Diskrepanz zwischen Tun und diesem Wissen. Weil da findest du eigentlich nur bei den Brokern selber ein paar Videos, um das beizubringen, aber wirklich diese Wissen und die Sicherheit, weil das sagen ganz viele, ich bin mir unsicher, wenn ich auf den Knopf drücke. Mhm. Ne? Dann ist es auch besser, es nicht zu tun, weil du weißt ja in dem Moment nicht, was du tust. Ja? Und wie stelle ich dann überhaupt eine Rückkauforder rein? Wie funktioniert das mit diesen ganzen Spreads und so weiter? Wenn sie das nicht richtig eingeben können, dann ist es natürlich auch wirklich schwierig. Und das ist eins dieser Hauptprobleme, was viele haben. Mhm. Jetzt angenommen, ich bin ein Einsteiger, ich komme jetzt zu dir und sage, ja, pass auf, ich will das unbedingt machen. Ich habe mich informiert, ich habe Buch gelesen und ein Webinar gemacht und was weiß ich, jetzt sitze ich hier vor dieser TWS. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich damit intensiv beschäftige, wie lange brauche ich, bis ich das Ding begreife? Die TWS ist, sage ich mal, wie Raumschiff Enterprise, unendliche Weiten. Ich muss es mir nur irgendwann endlich mal zeigen lassen, dass ich das, was ich aus dieser TWS brauche, mir herausnehme, filtere und dann einmal diesen Schirm so aufbaue, dass es funktioniert, damit ich das, was ich immer tue, immer wieder tun kann. Und da ist es entweder gut, sich das vom Profi zeigen zu lassen, damit man da keine Fehler macht, weil es ist ja auch die Frage der Zeit. Ja, wie viele Monate, wie viele Wochen will ich denn damit verbringen, nur eine Plattform kennenzulernen? Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, da kann ich ja auf ganz, ganz vielen Ebenen viel mehr bewirken, anstatt ich sage, komm, ich buche da jetzt mal was, ich lasse mir das Webinar mal zeigen oder ähnliches, um dann auch loszulegen. Denn man darf ja kein Sklave der Technik sein, muss ja umgekehrt sein, die arbeitet ja für uns. Und da muss auch der Klick manchmal kommen und sagen, okay, wer kann mir helfen, ich buche da was und dann lasse ich es mir einmal zeigen und dann habe ich es auch drauf. Übrigens auch ganz wichtig, ne? Es ist auch oftmals
haben viele einfach auch eine unbegründete Angst. Also kürzlich war total spannend. Wir haben Einzelcoachings gehabt bei uns in der Akademie und ein Teilnehmer ist gekommen und hatte noch keinen Broker vorher. Wir haben gesagt, okay, mach das da und da, haben ihm die verschiedenen Möglichkeiten gezeigt. Da hat er gesagt, okay, mache ich es halt hier. Und guckt sich so die Software an und sagt, ja, okay, es ist Software. Schaut es nicht so einfach aus. Oh, gut, es ist ja nur Software. Ja, also das heißt, kann ich lernen. Das heißt, er ist mit einer Einstellung herangegangen, das kriege ich hin, es ist eine Software. So, er hat natürlich gesagt, klar, bloß zeigt mir das jetzt, wie das funktioniert, aber kriege ich hin. Anderer Teilnehmer, im Grunde selber Ausgangssituation, war auch vom Alter ziemlich gleich, sitzt dann davor und sagt, oh, das sieht kompliziert aus, schwierig, ob ich das jemals lernen kann, oh, das ist schon kompliziert. Oh, ne? Das heißt, der hat dann auch so von seiner Einstellung her, hat er gesagt, ich glaube, ich lerne das nie. Und das ist natürlich, wenn du so eine Einstellung hast, wird es auch schwierig. Okay. Ja, also wenn du dann sagst, ich glaube, das sieht schwierig aus, dann hast du recht. Dann ist es auch schwierig. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn du einmal das Grundprinzip verstanden hast, du nutzt ja maximal 5% dieser TWS. Weil das meiste brauchst du ja überhaupt nicht. Genau. Ja, und das ist so ein bisschen wie, ich sage jetzt mal hier, wie Smartphone, auch da nutzt du höchstens 5%. Und ich sage immer, wer so ein Ding hier bedienen kann, der kann auch eine TWS bedienen. So ist es. Es ist ein Handwerkszeug. Und jeder kann lernen, wie man ein Handwerkszeug richtig benutzt. Und so ist es auch mit der TWS. Okay. Jetzt funktioniert das mit der TWS. Du kannst man kann seine Trades eingeben. Was sind jetzt so die nächsten Dinge, die auch häufig gefragt werden? Du kennst es aus dem Helpdesk heraus, von Kunden, die den Börsenbrief beziehen oder irgendwas. Sind so die nächsten Dinge, die gefragt werden? Das ist dann die Umsetzung von Trades, Beispiel, was ist ein Spread? Mhm. Ja, was vielen immer noch nicht klar ist und immer bewusst, aber wird im Laufe der Zeit, so ein Spread ist ja nur für uns etwas, als derjenige, der den eingibt. Dass die Börse das gar nicht interessiert, sondern dass die für die das zwei getrennte Sachen sind, das muss auch erstmal in den Kopf rein. Deswegen kann ich die auch einzeln umsetzen. Ich muss die nicht zwingend zusammen aufsetzen, beispielsweise. Das geht meistens viel leichter. Das ist eine häufige Frage. Dann die Margin. Wie verhält sich die Margin im Verhältnis zu der einzelnen Order? Dass man da nicht überhebelt, dass man aufpasst auf sein Geld, das ist ja auch entscheidend. Das ist auch immer eine häufige Frage. Dann mit den Underlyings oft, wie kriege ich den richtigen Strike? Ne? Welche Option nehme ich denn jetzt, wenn ich das mache? Und dann eine, was immer gefragt wird, ist, wie rolle ich richtig? Was bedeutet überhaupt rollen? Rollen heißt ja, die Idee ist noch in Ordnung, vom Prinzip her, die ich hatte. Trotzdem ist die Sache gegen mich gelaufen. Was muss ich jetzt tun? Wie kriege ich den neuen Strike raus? Letztendlich ist es ein Schließen einer Position und ich setze eine neue auf. Die Idee ist noch korrekt und das dann umzusetzen korrekt, das ist für viele noch ein großes Hemmnis. Man macht das ja nur aus einer rein mathematischen Begründung heraus und das heißt, okay, dann Verlust darf nicht so groß werden. Und es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Arten von Rollen, also eine ganz sanfte Variante, sagen wir ein bisschen druckvollere Variante, aber auch da wieder relativ simpel. Ne? Jetzt mal von deiner, wir waren am Anfang schon mal, wir sind ein bisschen abgeschweift, das, was passiert, wenn wir beide uns unterhalten, wir schweifen oft ab. Von deiner Warte aus, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt auch mal dein persönlicher Handel, von vor 5 Jahren heute, was hat sich da verändert? Ganz klar, Einfachheit. Keep it short and simple, KISS-Prinzip. Ich kann es noch immer wieder sagen. Diese ganzen Sachen mit links, rechts, oben, unten, 4 Legs, 5 Legs, das ist erstmal eine Frage der Zeit. Wie viel möchte ich vor der TWS hängen? Wie viel möchte ich adjustieren und ähnliches? Oder ich mache es wirklich Einfachheit. Und das ist für mich eine der Schlüssel zum Erfolg. Auch ich habe mich immer mal mit Kalenders beschäftigt, mit den Butterflies, was es alles so gibt. Und bin immer wieder zurückgekommen auf diese einfachen Geschichten. Und die sind nämlich auch skalierbar. Und die kann ich auch immer wieder tun. Und dann schone ich auch mein Zeitkonto. Das ist ja das Interessante, weil ich weiß ja, im Kopf habe ich es doch schon drin. Ich mache mein Screening, mache meine Umsetzung, kann dann später, mein Konto wächst kontinuierlich und dann skaliere ich das einfach nur noch hoch. Und warum nochmal nach links gucken, nochmal nach rechts gucken? Und gerade für Anfänger, die dann sagen, oh, das ist ja hochinteressant und hier noch ein Studium hinterhängen und wir machen nochmal die Black-Scholes-Formel, ne? Nochmal x, y, z hoch 5, ja? Ich muss sagen, klar kenne ich die Black-Scholes-Formel, die sagt mir auch was, aber ich möchte sie überhaupt nicht berechnen können, das interessiert mich gar nicht, weil sie für die Praxis nicht erheblich ist. So, und dann das KISS-Prinzip anwenden, ich kann es nur immer wieder sagen, und im Kopf haben,
wir laufen keinen Sprint, ich kann nicht über Nacht reich werden. Ne? Es gibt dann immer diese tollen Geschichten, wo das jemand geschafft hat, ne? Aber die 99,9%, die es nicht geschafft haben, die kennen wir ja alle gar nicht, weil die ja nicht irgendwo in der Bildzeitung stehen oder ähnliches. Mhm. Und deswegen, wir laufen Marathon. Einfachheit plus Disziplin plus den Marathon. Das ist das Geheimnis für den Erfolg. Mhm. Bin ich fest überzeugt. Also kann ich zu 100% unterschreiben, auch wenn wir uns anschauen, was wir vor 5 Jahren alles gemacht haben. Ja? Wir haben Earnings gehandelt, wir haben auf die Volatilitäten, da könnten wir jetzt Kalenders machen, da können wir Reverse-Kalenders machen. In der Situation ist vielleicht ein Butterfly besser als ein Strangle oder so. Und dann hin und her gewechselt, wo wir jetzt einfach sagen, nee, komm, lass uns wirklich diese simplen Dinge machen. Und klar, dann kommt immer der eine oder andere und sagt, das kann ja gar nicht, das ist viel zu einfach. Es ist viel zu einfach. Es muss, also Menschen glauben einfach nicht, dass man mit einfachen Dingen Geld verdienen kann. Richtig. Leute denken immer, es muss hochkompliziert sein, nur dann rechtfertigt es sich, dass ich dann auch viel Geld verdiene. Das übrigens hat was mit Glaubenssatz zu tun. Ne? Ja. Dieses, man muss hart für sein Geld arbeiten. Und wenn du halt, wenn du diesen Glaubenssatz hast, ich muss hart für mein Geld arbeiten, und dann machst du so ein ganz simples System, wie Cash Secure Puts oder sowas, verdienst damit Geld, dann sagen wir, das widerspricht ja dem Glaubenssatz. Echt, ja, was Einfaches. So, und deswegen versuchen wir es viel kompliziert, aber wir kennen es ja auch von vielen Kunden, die wir kennen, die alle mal was ausprobiert haben. Und wir haben ja viele Kunden, die sind 10 Jahren dabei und wir treffen die ja immer mal wieder auf irgendwelchen Treffen oder die kommen mal zu uns oder so. Und wenn du dann sagst, und erzähl mal, was handelst du zurzeit? Ich mache weiterhin nur Future-Optionen, nur Short Calls, Short Puts, mehr nicht. Ja. Und der andere sagt, ich bin bei meinen Aktienoptionen geblieben. Ich mache nur Cash Secure Puts oder ich mache nur in Bullenmärkten Short Put System oder sowas. Ne? Und also wirklich auch alles mal probiert, aber am Ende kommt es immer wieder noch zurück, mach die einfachen Dinge, ja. Mach die kontinuierlich, werde immer besser darin, sei ein richtiger Experte in diesen einfachen Dingen und dann funktioniert es auch. Richtig, und es gibt ja auch immer mehr Chancen als Geld. Ja, das ist ja auch so. Das heißt, ich kann immer wieder was tun. Gibt es mehr Geld als Chancen oder mehr Chancen als Geld? Mehr Chancen als Geld, als das eigene Konto hergibt. Ich kann immer so viel machen, weil wir sind ja da limitiert, also als Privatleute auf jeden Fall, nicht als Institution, sicherlich nicht. Aber wenn wir limitiert sind mit unseren Konten, haben wir meistens mehr Chancen am Markt, als wir überhaupt umsetzen können. Mhm. Und deswegen da die Einfachheit zu beweisen und nicht nur links und rechts und geradeaus was zu machen, darin liegt auf jeden Fall ein Schlüssel des Erfolgs. Okay. Zum Schluss. Auch wieder, wenn es geht, ganz spontan, deine drei größten Learnings der letzten 5 Jahre. Für dich persönlich in deinem eigenen Handel. Auch wenn du dich jetzt noch wiederholst, weil du vielleicht Spaß gemacht hast. Ich würde mich wiederholen, weil es ist einfach so, Disziplin, dran zu bleiben, Regeln, die funktionieren, einfach durchzuhalten und dann die Einfachheit. Es bleibt die Einfachheit. Das KISS-Prinzip, das stelle ich über allem, weil alles, was zu kompliziert ist, wo man erst 3-mal, 4-mal nachgucken muss, das kann nicht sein. Das passt jedenfalls nicht zu mir persönlich. Und deswegen diese Einfachheit. Okay. Lieber Jochen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr mehr zum Thema Optionshandel wissen wollt, wenn ihr auch wissen wollt, ist Optionshandel was für euch, wie könnt ihr das nutzen, so eine Einfachheit, so simple Ansätze, was würde da zu euch passen, ne? Dann nutzt die Chance und bewerbt euch jetzt für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Der Link ist hier unten drunter, www.optionshandel.com/termin. Tragt euch ein, bewerbt euch für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und dann hören wir uns. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.